So, herzlich willkommen zu Frankies Basteltipps. Heute will ich mal eine neue Garderobe basteln. Die alte ist leider schon über 20 Jahre alt und schon einige Haken abgebrochen. Ich dachte, ich brauche was Neues. Dazu habe ich mir gedacht, als leidenschaftlicher Schachspieler baue ich mir mal eine Garderobe aus einem Schachbrett. Dazu habe ich mir hier ein klappbares Schachbrett ausgesucht. Die setze ich später nebeneinander. Da hat man mehr Fläche zum Aufhängen. Ihr könnt allerdings auch ein ganz nehmen, dann müsst ihr dann durchsägen. Das Klappbare hat natürlich einen Vorteil, das bekommt man besser in zwei Teile. Das Brett hat die Größe von 54 cm Kantenlänge und eine Feldgröße von 58 mm. Das ist recht groß. Dazu braucht ihr dann auch Schachfiguren, die etwas größer sind. Ich habe für beides zusammen im Online-Fachhandel knapp 50 Euro bezahlt. Ich denke, das ist preislich okay. Ihr müsst da hinten das beste Schachbrett nehmen. Das tut ein einfaches, tut es also auch. Ne? Gut, was braucht ihr noch? Ihr braucht Werkzeug. Ihr braucht eine Bohrmaschine oder einen guten Akkuschrauber. Ihr braucht Bohrer, und zwar einmal für Holz und für Metall, weil in den Schachfiguren befinden sich hier unter dem Filz Metallbeschwerungen. Die müsst ihr dann auch mit einem Metallbohrer durchbohren oder das Metall mit dem Schraubenzieher dann versuchen rauszubekommen. Das ist ja meistens gut festgeklebt. Ich versuche es durchzubohren und bohre dann in die Figur rein. Am Schrauben braucht ihr verschiedene Längen. Für so einen kleinen Bauer braucht er natürlich eine kleinere Schraube. Die muss dann durchs Brett durch. Die muss ja nicht ganz bis vorne hin zum Kopf. Und für den König und die Dame, da werde ich etwas längere Schrauben nehmen. Die kann ruhig ein bisschen länger sein, je nachdem, was ihr habt. Wenn ihr später was dran aufhängt, ich würde jetzt hier an so eine Dame oder an so einen König auch jetzt nicht unbedingt jetzt die schwersten Sachen ganz hier vorne dranhängen. Das bricht dann irgendwann mal ab. Ich würde es dann möglichst weit am Schachbrett aufhängen. Gut, okay. Kommen wir zum Bohren. Ich werde hier die Löcher erstmal hier reinbohren. Das sind insgesamt haben wir ja 16 schwarze und 16 weiße Schachfiguren. Also insgesamt 32 Stück. Ich nehme das Brett nachher auseinander, wie gesagt. Ich werde dann 16 Figuren hier verteilen, 16 dort. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Entweder könnt ihr die auf die Grundlinie setzen oder wie ein Schachmuster hinsetzen später. Das ist eigentlich egal. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, die Bohrlöcher hier in den Feldern zentrieren. Dazu nehmt ihr ein Zollstock oder besser ein Geodreieck und einen Bleistift. Legt das hier einmal so 45 Grad Winkel an und könnt euch dann die Mitte von einem Feld anzeichnen. Ich werde aber die Löcher frei handbohren, weil im reellen Schachspiel für die Figuren eigentlich auch nicht so akkurat hingesetzt. Die setzt man dann auch einfach so drauf. Die können da ruhig so ein bisschen schräg stehen, also es ist eigentlich dann egal. So, ne? Gut, okay, dann fange ich mal an zu bohren. Bis gleich. So, da wäre ich wieder. Ich habe jetzt hier einen Bohrer eingespannt, der Größe 4 mm. Die Löcher müssen natürlich gerade so groß sein, dass die Schrauben da bequem durchpassen. Müsst ihr mal probieren. 4-5 mm sollte reichen. Ich bohre von oben durch, da kann man am besten zentrieren. Von unten, naja, ihr wisst selbst, trifft vielleicht nicht so genau die Mitte. Gut, fangen wir einfach mal an. Ich setze jetzt hier den Bohrer einfach mal an. So, ja. Wichtig nicht hier den Tisch bohren, sonst meckert die Frau oder die Freundin. So, da wäre ich wieder. Der nächste Schritt ist, die Löcher etwas ansenken, dann gehen die Schrauben besser durch. Dazu nehme ich hier so einen Kegelsenker, auch für Holz. Ich benutze hier spezielle oder normale Senkkopfschrauben. Und wenn man jetzt hier die Löcher etwas ansenkt, gehen die Schrauben etwas tiefer ins Brett rein und die stehen später dann auch nicht so ab. Andere Seite.
So, der nächste Schritt ist, ich trenne das Schachbrett. Dazu benutze ich hier ein Skalpell, wie ihr seht, ist hier so ein bisschen Filz. Ihr könnt das vielleicht auch mit einer Schere probieren, aber mit einem scharfen Skalpell sollte das kein großes Problem. Aua, das war mein Finger eben. Obacht. So, das Filz lasse ich jetzt hier dran. Als nächstes schaue ich, wie das jetzt hier zusammengeschraubt ist. Das sind Scharniere drin. So, jetzt kommen auch hier zwei Scharniere bei dem Brett zum Vorschein. Eins hier, eins da. Die sind auch mit einem kleinen Schraubenzieher abzuschrauben. Dieser hier. So. So, Schraubchen 2. Ein bisschen Fummelarbeit. So, ich benutze hier einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher. So, Brett ist getrennt, wie ihr seht, zwei Teile. Als nächstes schraube ich die Schrauben wieder rein, die kleinen, falls ich das Brett später nochmal verwenden möchte zum Spielen, könnt ihr die Schrauben gerne wieder reindrehen. Auch die Scharniere auf der anderen Seite werde ich erstmal drin lassen. So kann man das Spiel jederzeit nochmal benutzen. Ich habe zwar dann Löcher in den Feldern drin, aber ich denke, das ist nicht ganz so kritisch. So. Etwas Fummelarbeit, aber nur Geduld. So, den Filz hier könnt ihr abmachen oder dran lassen, das ist Geschmackssache. So, jetzt habe ich die beiden Bretter getrennt. So, als nächstes widme ich mich den Figuren. Ich nehme mal jetzt hier so ein kleinen, armen, unschuldigen Bauern. Ich habe ja schon gesagt, hier so ein Metall unter dem Filz, das muss man erst durchbohren. Ich versuche es mal jetzt hier so durchzubohren. Und zwar nehme ich jetzt erstmal hier so einen kleineren Metallbohrer. Spann den erstmal ein. So. So, Schrauben gedreht. Und versuche das Metall jetzt hier mal durchzubohren. So, ich setze hier den Bohrer mittig bei der Figur an. Augenmaß, also ich messe hier nichts aus. Das so, wollen wir rein. Gas geben. Ihr könnt natürlich auch die Figuren in einen Schraubstock einspannen, ist etwas sicherer. Ich mache es hier mit der Hand.
So, ich bin durch, ich bin im Holz. Nächster Schritt, ich muss das Loch etwas vergrößern. Vor der Bohrer könnte hier vorne heiß sein. Wenn ihr den rausnehmt. Ja. So, größerer Bohrer rein. Aufbohren, Gas geben. Na, die Figur dreht sich mit. Nehme ich als nächstes eine Kombizange, da ich keinen. Ich habe zwar einen Schraubstock, aber bin jetzt zu faul, in die Werkstatt zu gehen. Ich bin eher so ein Praktiker. So, Bauer gut eingespannt in die Kombizange. Ja, was passiert jetzt? So, ich bin durch. Als nächstes den Holzbohrer eingespannt. So, mit dem Holzbohrer bohre ich etwa hier bis zu dem obersten Ring, bis zu dem Kragen. Es muss nicht ganz bis durchgehen. Ich will auch nicht zu tief reinbohren, sonst kommt er irgendwann hier oben an dem Kopf raus, dann kriegt der Bauer vielleicht Kopfschmerzen. Also, so, Holzbohrer ist drin und aufbohren. Da spannen wir doch besser wieder rein. Messen. Ich bin durch. Dann werden wir den Kameraden mal auf dem Brett schon festschrauben. So, dazu nimmt man das Brett. Eine Schraube. Schraube messe ich mir übrigens vorher so aus. Legt das jetzt hier so hin. Und ich denke, ihr seht das. Die Schraube ist lang genug, um den Bauer zu befestigen. So, wo kommt der Kamerad hin? Vielleicht hier hin. Ihr seht, die Schraube geht hier wunderbar rein. Da ich ja vorher auch Senkkopf gebohrt habe, steht die Schraube nachher hinten auch nicht ab. So, den Bauer nehmen. Draufsetzen und festschrauben. So, Schraubendreher. So, gut feststrehen. So, Bauer ist fest. Die erste Figur ist am Brett dran. Wie ihr seht, hält. Man kann was dran befestigen. So, es folgen die nächsten Figuren. Ebenso